Hallo und schönen guten Abend. Es ist endlich soweit. Wir haben finale Patch Notes für Season 3 in Diablo 4 bekommen. Der Patch geht am 23. Januar live. Ich habe die Patch Notes gerade eben schon so im Stream ein bisschen durchgeschaut. Ich gehe jetzt nochmal einmal kurz rüber, sag zu allen Punkten was und komme dann speziell natürlich zu Sorg. Denn Sorg habe ich viel Analyse betrieben. Ich habe übrigens auch mein Google Sheet hier, was ich gerne in der Videobeschreibung verlinke, mit allen Zauberer-Builds für Non-Season, für die Season 2 und einem kleinen Zauberer-Build-Ranking, was ich mal gemacht habe. Da werden demnächst Änderungen für jeden Bild für Season 3 entstehen. Und ich werde auch die Seneschal Companions sozusagen einige Builds Theory craften, wie man die zusammenbauen kann für die einzelnen Sorg-Builds in Season 3. Ja, ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten durch. Ich sage zu allem ein bisschen was. Was man speziell hier merkt, direkt am Anfang, es wird eine Basic-Skill-Season. Basic-Skill-Attacks bekommen extrem starke Multiplier. Und zwar ganz oben hier nämlich angefangen mit neuen Unique-Handschuhen. Und zwar Damaging Enemies with a cast non-basic skill marks them for 3 seconds. When a basic skill first hits a marked enemy, the basic skill damage is echoed to all marked enemies, dealing 200% increased damage. Bedeutet zum Beispiel bei Sorg, ich porte mit Teleport und der Raymond Chest in einen Haufen Gegner rein, die sind alle markiert, weil Teleport ist ein non-basic skill. Also ein riesiger Pixel an Gegnern ist sozusagen markiert. Wenn ich dann irgendeinen Gegner damit hitte, bekommen alle anderen gemarkten Gegner nochmal 200% denselben Schaden mal 200%. So eine Art Area Damage pockt auf alle markten Gegner mit einem Multiplier. Absolut insane. Also Arclash Sorg, was so der stärkste Sorg Basic Skill Attack Build ist, 200% Damage Multiplier mit noch Area, was halt instant natürlich applied diesen Mark überall hin, sozusagen mit Raymond auf alle Gegner. Also das wird einfach abgeben. Du haust dann im 100er Nightmare Dungeon einmal diesen Pixel mit Arclash rein. Platz ist alles kaputt. Ist absolut insanes Item auf jeden Fall. Als nächstes haben wir nochmal einen Aspekt, einen Utility-Aspekt, einen neuen. Und zwar, when cast below 50% maximum resort, basic skills generate more primary resource per cast. When cast at or above maximum resource, basic skills deal 80% increased damage. Bedeutet, wenn du einen reinen basic skill build baust, also einen basic attack build, wo du einfach nur basic attack castest, mit permanent voller Ressource, es ist einfach ein 80% Damage Multiplier. Also hier einen 200% Damage Multiplier. Hier einen 80% Damage Multiplier. Das ist krass. Es gab in der aktuellen Season einen Season-Thema-Effekt, einen Vampiric Power mit einem 160% Damage Multiplier. Damit haue ich schon noch wenige Sekunden mit Arclash auf Lilith ein und die ist kaputt. Und das hier ist nochmal um einiges krasser. Also Arclash-Sorg dahingegen schon mal und auch eventuell teilweise Firebolt. Sehr, 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 sehr stark. So, was haben wir als nächstes? Wir haben endlich mal wieder einen Armor-Aspekt bekommen, und zwar Juggernaut-Aspekt. Das ist ein defensiver Aspekt, der uns einen fixen Value, ist das sozusagen hier ein Armor gibt, aber dafür hat unser Evade 100% erhöht den Cooldown. Kann man teilweise bei Sorg nehmen. Ich denke mal, das funktioniert dann auch mit dem Teleport bei Sorg, mit dem passiven Teleport-Evade, dass der wahrscheinlich dann auch höheren Cooldown bekommt. Aber generell mehr Armor bekommen. Ich schau mal, wie hoch der Effekt sozusagen ist auf Ancestral mit 925 Item Power. Denn fixe, feste Werte skalieren ja mit der Item Power von dem Aspekt. Das heißt, du musst erstmal eine hohe Item Power finden, damit dieser fixe Armor-Wert sozusagen einen hohen Value hat. Mal schauen, wie hoch das dann sozusagen ist. Ob man dann eventuell zum Beispiel mit diesem Ice-Armor-Effekt, den Sorg nämlich auch hat, wo man Armor durch Ice-Armor bekommt, ob man damit dann vielleicht auf diese 13.400, also an das Armor Cap rankommen kann für 100er Nightmare Dungeons. Das hier in Kombination mit dem anderen, dass man nicht auf Disobedience angewiesen ist vielleicht. Oder wenn man gar diesen Effekt auf ein Amulett draufpackt, ob man so viel Armor bekommt, dass man das fast schon so erreicht. So, als nächstes haben wir ein schönes Update zum Ring of Starless Skies. Dem überunique Ring, der ziemlich useless war. Der Effekt wird komplett überarbeitet, dass wir jetzt Spending Resources reduces your resource costs and increases your damage by 10% for 3 seconds up to 40%. Das heißt, viermal Ressource verbrauchen in irgendeiner Form heißt, du bekommst 40% Ressourcenkostenreduzierung und 40% mehr Schaden für 3 Sekunden. Insane stark. Ein 40% Damage Multiplier Ring als eigenständiger Multiplier und 40% Resource Cost Reduction. Und der Ring rollt mit Crit, Lucky Hit. Und ich glaube noch irgendwas. Crit-Chance, Crit-Schaden und Lucky-Hit-Chance rollt er mindestens. Also mit relativ guten Werten für die meisten Builds. Ich glaube noch Resource-Generation oder sowas hat er drauf. Also extrem gute Werte, extrem nicer Ring. Auch ein Überunique, was man jetzt potenziell haben will. Bei Sorg werden damit dann beide deine Ring-Slots eigentlich immer mit Überunique-Ringen, mit Überuniques belegt. Ach, mit Ringen, Unique-Ring belegt. Also mit dem Tarascha-Ring
und dem Ring of Stardust Guys bei den meisten Builds. Außer zum Beispiel bei so einem Build wie Arclash, der ziemlich stark wird, weil das ja nur für Ressource-Spending-Skills zählt sozusagen. Auch wenn du theoretisch Chain Lightning casten kannst, um dann deinen Arclash zu buffen, aber bei Arclash nimmt man dann lieber X-Fall-Ring mit. So, der Expect of Expectant wurde bearbeitet, und zwar der hält nämlich jetzt 5 Sekunden, da wurde die Duration erhöht. Das ist das, wo du, wenn du Basic Attacks machst, dann dein nächster Core-Skill mehr Damage macht. Hat jetzt hier 5 Second Duration. Das Melted Heart of Seelig über Unique wurde angepasst, dass jetzt alles, als das All-Sets höheren Value hat. Dieser All-Set, der da drauf ist. Core-Skill-Damage wurde gegen Movement-Speed ersetzt. Finde ich sehr gut. Movement-Speed auf dem Amulett. Ist ein schönes Farm-Amulett dann. Damage while healthy wurde auf das Dreifache des normalen Values erhöht. Also ein sehr, sehr hoher additiver Multiplier mit diesem Damage while healthy. Und Unique Power wurde ersetzt. Und zwar, die gibt jetzt insgesamt 60 maximale Ressource und 75% of incoming damage drains 2 resources for every 1% of life you would have lost instead. Also nicht mehr dein gesamter Schaden sozusagen wird auf die Ressource gehen, sondern 75%, also einen 75% Damage Reduction, also ja, Damage Reduction Item sozusagen, wenn du 2 resources per 1% life damit gegenrechnen kannst. Ein sehr schönes Ammo in Kombination mit Basic Skill Builds auch teilweise, weil Basic Skill Attacks regenerieren Ressource, zum Beispiel mit Arclash. Kann ich die ganze Zeit zuhauen, Ressource gegenrecken, ja, und dadurch Damage Reduction bekommen. Könnte ganz gut funktionieren, so zum Farmen bei einigen Builds. Für Full Damage natürlich fehlt dir ein Damage Multiplier dahingegen, aber ansonsten, wenn du gut Ressourcen gegenreckst, ist es immer noch sehr viel Damage Reduction. Nicht mehr voll und ganz, dass du unsterblich werden kannst, weil 25% Schaden immer noch durchgehen, aber 75% Damage Reduction, wenn du das komplett gegenrecken kannst, ist auch sehr viel, ist sehr, sehr, sehr viel. Overpower Damage wurde angepasst, dass der Multiplayer vom Overpower Damage quasi halbiert wurde. So wie ich das hier sehe, reduziert viele Overpower Builds. Ansonsten, als nächstes haben wir jetzt die Blöcke von den einzelnen Klassen. Ich bin nicht wirklich drin bei allen Klassen, die nicht Sorg sind, weshalb ich hier sehr viel überspringen werde. Ich sehe nur hier, Barb hat ein neues Rent-Item, ist ganz cool. Barb hat was für Upheaval bekommen mit Overpower, okay. Druid haben wir den Lightning Storm. Das Lightning Storm Item haben wir schon gesehen im Developer Talk. Ein Rabies Item für Cooldown Reduction bei Rabies. Ich stehe auf Rabies, weil es mich immer an Locust Swarm von WD erinnert. Gegner so mit so einem spreadenden Dot killen. Dann halt mit Shred da durch und alles killen damit. Das finde ich ziemlich nice. Wir gehen mal ein bisschen runter. Necro hat was sehr Insanes bekommen. Erstmal hier irgendwas mit Bloodlands, wo ich nicht ganz so durchblicke. Und dann für Bone Spirit einen 400% Damage Multiplier. Wir lesen es mal kurz durch. Casting Bone Spirit also launches 18 Bone Splinters. Bone Splinters sind Basic Attacks. Wenn diese Basic Attacks mit dem Basic Attack Multiplier skalieren, also hier 200% mehr Damage, machst einen Non-Basic Skill, das ist dein Bone Spirit, und deine Bone Splinters, die gecastet werden, machen 200% mehr Damage, weil der Bone Spirit die Gegner markt. Wenn du dabei noch mehr Ressource hast, mehr als 50% Ressource, was du meistens haben willst, weil du für Bone Spirit maximal Ressource haben willst, weil das, glaube ich, irgendwie Ressource verbraucht und damit skaliert mehr Schaden macht, so eine Art ist das, glaube ich, machst du nochmal 80% mehr Damage mit deinen Bone Splinters, mit deinen 18 Bone Splinters, die du schießt. Also, je nachdem, in welcher Art und Weise, in welcher Form die geschossen werden, ob die jetzt so ein Fächer nach vorne hinaus oder in alle Richtungen um dich herum oder irgendwie drumherum schwirrend um den Bone Spirit, je nachdem wie die gecastet werden, welcher Formation und wie sehr man das ausnutzen kann, macht das insane viel Damage. Stell dir vor, das wird in einem Fächer sozusagen vorne aus euch heraus, wie den normalen Bone Splinters gecastet, dann stellt ihr euch genau vor Lilith und alle 18 Bone Splinters treffen den Boss, wo du insane viele Multiplayer bekommst, den du vorher noch magst für 200% mehr. Dann muss nicht mal der Bone Spirit hier bei den Schaden machen, der um 400% Damage erhöht wird, sondern machen deine Bone Splinters den Schaden, wenn diese Bone Splinters denn wie ein Basic Skill Attack sozusagen mitskalieren. Ja, klingt sehr, sehr, sehr OP, muss ich sagen. Weitere Skill Changes hier natürlich, könnt ihr euch alles natürlich im Detail durchlesen. Ich verlinke euch übrigens die Patch Notes in der Videobeschreibung, genau wie mein Google Sheet auch zu Sorg. Nächstes haben wir Rogue. Rogue bekommt ein Item für, ja, ich lese mal durch. When you cast an Ultimate Skill, your next Core Skill consumes all of your energy and deals 1.5% increased damage per energy consumed using a cooldown restores 5 energy. Also bei 100 energy dann bist du 150% Damage Multiplier, wenn du volle Ressource hast, nachdem du eine Ulti gecastet hast. Bedeutet, du musst Ultis ein bisschen durchspammen, bedeutet zum Beispiel Flicker Step benutzen, Ulti runtersetzen,
glaube, Rogue hat auch noch eine extra Klassenfertigkeit, die Ulti-Cooldown untersetzen kann, von, glaube ich, der Death Trap oder so. So darauf spielen, Full Ressource Dragon, dann irgendwas rausballern, was deutlich mehr Damage macht. Irgendein Core-Skill, Penetrating Shot zum Beispiel. Ich glaube, das wurde noch weiterhin gebufft hier auch. Auch das Unique dafür gebufft. Oder halt Barrage oder sowas. Ja, könnte ganz gut klappen. Und hier was für Resistance in Kombination mit Concealments, was Cooldown untersetzt. Ja. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter nach unten. Wo geht es denn weiter? Ja, zu guter Letzt sind wir schon bei Sorg. Sorg meine Main-Klasse, da werde ich ein bisschen alles durchgehen, weil ich halt Sorg-Spieler bin. Deswegen gibt es hier ein bisschen subjektive Berichterstattung. Und zwar, wir wissen ja, wir bekommen ein neues Meteor-Item, ein Meteor-Helm. Der ist auch zum einen ganz cool, der fügt halt bei Meteor so zwei Charges hinzu und einen Cooldown von bis zu 6 Sekunden. Anstattdessen kostet es keinen Mana mehr. Und bei jedem Meteor kommen 3 weitere Meteoriten. Bedeutet, der Meteoriten macht den vierfachen Schaden. Wenn du mit allen 4 Meteoriten, 3 weitere plus dein ein normaler, wenn du mit diesen 4 Meteoriten ein Target triffst, machst du den vierfachen Schaden. Sehr viel mehr Damage. Ja, dafür hat es halt einen Cooldown, aber 2 Charges. Das heißt, Meteor macht schon mal einiges mehr Schaden. Meteor Enchantment, das Passive, droppt einen extra Meteor und Enhanced Meteor droppt einen extra Meteor. Enhanced Meteor ist eine Rune bei Meteor, dass du eine Chance hast, wenn du Meteor castest, dass noch ein Meteor gecastet wird. Da hast du eine Chance, wenn du deine 4 Meteoriten castest, dass noch 2 weitere Meteoriten gecastet werden. Der Meteor Enchantment-Effekt ist leider scheiße, muss ich sagen. Das sind irgendwie eine 8%ige Lucky-Hit-Chance oder so, eine Meteor zu casten. Was super low ist, also es ist echt nicht geil, finde ich. Und Meteor ist an sich ein geiler Single-Target-Boss-Killers-Bild. Alle, die Bock haben, können sich gerne mein Meteor-Bild anschauen. Ich habe dazu ein Video gemacht, also sind hier immer verlinkt in meinem Google-Sheet. Ich habe ja eigentlich jeden Sorg-Bild, der mir eingefallen ist, gespielt letzte Season. Habe mit jedem Bild 100er Nightmare Dungeon und Lilith gemacht. Meteor ist ein sehr guter Bosskiller. Lilith, Duriel, alles wunderbar. Sachen, die schön still stehen bleiben, eine große Hitbox haben. Zum Farmen ist Meteor eher scheiße, kann ich leider sagen, weil Meteor immer noch einen Delay hat. Leider wird Meteor weiterhin nicht angepasst. Meteor, wenn du ihn castest, heißt es Cast. Boom, Meteor. Das ist ein Delay. Bis der Meteor eingeschlagen ist, haben 90% aller anderen Builds bereits die Gegner gekillt, bevor du den ersten Meteor auf die Gegner geschmissen hast. Das heißt, es lohnt sich, wenn dann nur in wirklich schweren Content, wo man lange brauchen würde, Gegner zu killen. Leider bezweifle ich aufgrund der ganzen Changes, dass selbst in einem 100er Nightmare Dungeon man wirklich lange brauchen wird, Gegner zu killen. Eventuell Meteor in Kombination als Hybrid bei Fireball oder so. Fireball ist ein sehr schneller, guter Trashkiller, der durch einen 100er Nightmare Dungeon durchfliegen kann eigentlich. In sowas in Kombination für den Single-Target-Damage. Oder wenn man es irgendwie einbauen könnte, zum Beispiel bei Blizzard für den Single-Target-Damage, auch wenn Blizzard selber genug Single-Target-Damage macht. Also in Kombination mit einem anderen Mastery-Skill, wie zum Beispiel auch Firewall. Firewall selber macht aber auch genug Single-Target-Damage eigentlich. Willst du die Probleme mit Single-Target-Damage haben, sind sowas wie Frozen Orb oder Fireball oder so. Und bei denen kannst du das eigentlich nicht so geil einbauen. Ja, muss man mal schauen, eventuell mit Fireball, weil die teilen sich wenigstens noch ein Multiplier-Item und zwar das Aspect of Three Curses-Item, was prozentual mehr Crit-Damage gegen Healthy-Gegner gibt, oder auch generell gegen Gegner, aber gegen Healthy extrem viel, irgendwie bis zu 80% mehr Crit-Damage. Ja, also klingt cool, ist aber nicht so geil. Also schaut euch mal Meteor und D4 an, ich werde ein Bild damit basteln nächste Season. Meteor ist ein Fan-Favorite, das ist cool, aber die müssen diesen Cast-Delay ein bisschen erhöhen. Das wäre halt geil. Meteoriten müssen schneller runterkommen, ähnlich wie in D3 zum Beispiel. Ja, als nächstes haben wir einen Aspekt bekommen für Iceblades, der eigentlich basically useless ist. Iceblades Chance to play vulnerable is increased by 20%. Wir haben eine höhere Chance, Gegner vulnerable zu machen. And the vulnerable duration is increased by 4 seconds. You gain 25% vulnerable damage. Ja, deine Iceblades machen Gegner eher vulnerable. Das vulnerable hängt länger an und machst 25% mehr Damage gegen vulnerable Gegner. Ja, ist Müll. Kompletter Müll. Absoluter Müll. Da fehlt sowas wie Iceblades treffen jetzt mehrere Gegner. Iceblades Vulnerable hat die Chance, alle Gegner im Umkreis von 20 Yards zu treffen. Iceblades können schon immer Gegner gut Vulnerable machen. Wenn du Iceblades in passiven und aktiven mitnimmst und du einen Boss fightest wie Lilith, ist sie eigentlich so gut wie immer Vulnerable. Dann willst du nicht extra einen Aspekt-Slot, einen Offensiven verschwenden, dafür, dass sie vielleicht mal sonst so eine Sekunde nicht vulnerable ist. Dafür verschwendest du einen Aspekt-Slot, der dir dann nur 25% mehr Damage gegen vulnerable Gegner gibt. Man hat dann andere Aspekte wie 25% Damage, während du Barrier hast, 35% Damage gegen vulnerable Gegner. Also, ja, gegen Full-Single-Target-Bosse kannst du das anstatt Conceited-Aspekt mitnehmen. Und ansonsten wirst du es nirgends irgendwie brauchen. Conceited-Aspekt macht einfach 25% Damage, während du Barriere hast.
Und du kannst das Sorg einfach immer Barriere haben, wenn du einen Cooldown-Skill gecastet hast. Und du kannst die ganze Zeit Cooldown-Spells durchspammen. Also, es ist kompletter Müll. Sorg fehlt etwas, um große Gegnermassen effizient vulnerable zu machen, was nicht Lightning-Skills sind. Denn wir kommen nämlich hier, wenn wir weiter nach unten schauen, sehen wir hier, Lightning Spear hat bekommen, dass Crits von Lightning Spears Gegner für 3 Sekunden vulnerable machen. Ist gut für Lightning-Builds, die nämlich den Cooldown von Lightning Spear runtersetzen können über Overflowing Energy. Über die Passive, wenn Crackling Energy tickt, setzt das Cooldown von Lightning Skills runter. Damit kann man Lightning Spear gut durchspammen, macht Gegner gut vulnerable. Ist jetzt gut für Lightning-Builds, die keine Ressource verbrauchen. Lightning-Builds bei Sorg hatten vorher die Static Surge Passive im Paragon-Board in der Legendary Note, die Gegner vulnerable machen konnte mit Chain Lightning und Charge Bolts. Mit Verbrauchern, wenn du Mana verbraucht hast. Das heißt, Charge Bolts und Chain Lightning, Mana verbrauchende Builds, konnten das gut vulnerable machen, Gegner. Jetzt können auch nicht Mana verbrauchende Lightning Builds Gegner gut vulnerable machen. Heißt zum Beispiel, ja, mein Nova Build oder ein Lightning Spear Build, den ich auch gespielt habe. Lightning Spear war ein sehr guter Build. Oder der wahrscheinlich neue beste Build bei Sorg, Arclash. Arclash, ein Build, wo du nur eine Outfit durchballerst, aber über die Ulti, nebenbei Lightning Spear spawns. Du einfach eine Chance hast, Crackling Energy zu erzeugen mit Lightning Skills, mit Arclash sozusagen, wodurch du dann Crackling Energy spawnst und über Overflowing Energy den Cooldown von Lightning Spear runtersetzt. Das heißt, Arclash kann Gegner wahrscheinlich so gut wie immer vulnerable machen über Lightning Spear. Arclash kann jetzt eine gute 100% vulnerable Uptime eigentlich auf Gegner haben. Bekommt sehr viele Multiplayer von ganz oben dazu, von diesen zwei Items, den einen Aspekt und dem anderen Unique sozusagen. Also für Arclash wird das hier sehr, sehr, sehr stark. Ja. Das hier bringt eher einen Scheißdreck. Alle anderen Builds, die wirklich Probleme mit Vulnerable haben, wie zum Beispiel Ice Shards oder so, oder Fireball, oder Hydra, oder viele Firebuilds, Meteor zum Beispiel, die haben Probleme, Gegner Vulnerable zu machen. Dahingegen passiert eigentlich nichts. Ist ein bisschen schade. Es gibt einen Seneschal Companion übrigens, der Gegner Vulnerable macht. Habe ich bei Sorg Edict abgecheckt. Es gibt hier einen Vulnerable-Effekt. Da steht aber, Damage from the Supported Skill instantly destroys enemies' barriers effects. In addition, there is a chance to make enemies vulnerable for 2 seconds. Man hat ja in der aktuellen Season 2 schon Gegner immer Vampiric Curse vulnerable gemacht. Wäre jetzt cool, wenn das mit dem Companion ging. Ich hoffe, diese Chance hier sozusagen, man kann die Effekte ja aufwerten, die Tuning Stones, wenn man das bis 10 gelevelt hat, dass die Chance 100% ist. Dass irgendwie 10, 20, 30, dass das so hoch geht und über den Support Skill sozusagen ich immer Gegner vulnerable machen kann. Dann wäre das ganz cool, dann mache ich das über den Companion auf jeden Fall. Ansonsten ist es immer noch eines der größten Probleme bei Sorg, Gegner vulnerable machen. So, Enhanced Ball Lightning wurde angepasst. Das ist jetzt mit einer 25% Attack Speed Rate mitskaliert. Ist vollkommen okay. Ball Lightning wird immer noch mehr als genug Damage machen für 100 Nightmare Dungeons und für World Tier 4. Hat es nämlich vorher auch bevor es OP war. Für alle, die es nicht wussten, auch vor Season 2 war Ball Lightning ein sehr guter Build. War der erste Sorg-Build, den ich auf 100 gespielt habe. War der Sorg-Build, den ich in Season 1 gespielt habe. Für 100 Nightmare Dungeons, für Lilith, für Bosse. Wunderbar, der braucht diesen OP-Schaden von Season 2 nicht. Der Build ist auch so gut genug für alles. In Season 2 war nur mit Ball Lightning alles übertrieben. Der ist auch so sehr, sehr stark. Das ist ein super, super starker Build, weil er Gegner vulnerable machen kann über Static Search, über Lightning Spear, Teleport-Cooldown runtersetzen kann über Overflowing Energy, viele Balls anstellen kann mit Raymond reinporten in die Gegner und zack, Damage machen, alles ist tot. Funktioniert immer noch. Wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken fast bei dem Build, wenn du aber jetzt einen gut equippten Ball-Lightning-Build hast, wird er sich genauso spielen wie vorher. Nicht, wenn du einen beschissenen equipped hast, dass du mit einem beschissenen Ball-Lightning-Build einen World Boss One-Shottest. Nein, du brauchst jetzt gescheites Gear. Du musst dich jetzt gieren. So. Blizzard, Mage Blizzard Condition, dass man 50 Mana hat, wurde removed. Ich glaube, das ist, dass Blizzard ein bisschen mehr Damage macht oder sowas. Ich kann auch ganz kurz nachgucken hier mal im Planer, weil ich weiß nicht, 100% auswendig. Also ein kleiner Buff für Blizzard an der Stelle. Jetzt ganz kurz gucken hier. Wo habe ich den D4-Planer? Sorry, nicht hundertprozentig vor. Hier, D4-Planer. Nehmen wir einmal kurz Sorg. Können wir nämlich hier gucken. Der Mage-Dings. Ja. Man cast aber auch 50 Mana. Blizzard's Duration is increased by 4 seconds. Also einfach so 4 Sekunden längere Duration für Blizzard. Okay, bringt nicht wirklich so viel. Lightning Spear, wie gesagt, das ist cool für Lightning Builds, für manche Lightning Builds. Also der Lightning Spear Build selber, vielleicht Nova Sorg oder sowas. Ja, eventuell nicht mal so unbedingt. Und halt vor allem Arclash. Was ich sogar denke, dass dadurch eine Kombination Arclash-Lightning Spear Build entsteht. Du kannst auf beides gehen. Dass dieser Hybrid Build Arclash-Lightning Spear der beste Sorg Build wird, weil auch wir Conjurations nochmal ein bisschen Buff bekommen. Und zwar auf 5% mehr Schaden über Elemental Summoner, über die Legendary Note, anstatt vorher nur 3%.
Und jeder, der vielleicht mein Lightning Spear Bild gesehen hat, zur Not, guckt es euch nochmal an, schaut hier rein. Schaut euch an, wie schnell Lilith mit Lightning Spear tot geht, wenn du ein bisschen Crackling Energy einsammelst. Das in Kombination mit Arclash, du hast ja gut Punkte über, kannst das wunderbar kombinieren. Könnte doch sehr, sehr, sehr stark werden. Dann die passive Searing Heat wird angepasst, dass sie jetzt richtig 12% Crit-Chance gibt. Also die Crit-Chance hat vorher nicht richtig funktioniert und jetzt wird es auf 12 gebufft. Wunderbar. Burning Instinct, die Burn-Passive, braucht jetzt für 1% mehr Schaden nur noch 25 Int anstatt 75. Was war der beste Sorg-Burn-Build letzte Season? Zum einen Firebolt, der Auto-Hit, war ein sehr starker Burn-Build. Basic Skills werden gebufft. Du kannst jetzt einen guten Burn-Build potenziell auch mit Firebolt machen. Einen guten Single-Target-Burn-Build, könnte gut funktionieren. Der allerstärkste Burn-Build ist aber Firewall. Firewall, vor allem auch der beste Level-Build bei Sorg, wird nochmal deutlich stärker. Also Leveln bei Sorg mit Firewall, spätestens ab, wenn du Paragon bekommst, Burning Instinct, das erste Paragon-Board, was du voll machst. Da ist auch Rüstung drin nämlich. Ein ganz wichtiges Board. Wird ordentlich stark. Richtig nice. Was ich an der Stelle aber sagen muss, was ich schade finde, Paragon wurden 3 Legendary Nodes bei Sorg angepasst. Ich habe hier 15 verschiedene Builds. Jeder dieser 3 Nodes ist in irgendeinem dieser Builds enthalten. Es gibt aber eine Paragon Legendary Node, die ich in keinen einzigen Build bisher eingebaut habe. Und das ist nämlich Ceaseless Conduit. Und die haben sie nicht gebufft. Die einzige wirklich Paragon Node, die gar nicht benutzt wird, in keinem einzigen Build, haben sie nicht gebufft. Und zwar Cracking Energy hat eine Chance, nicht konsumiert zu werden. Und Cracking Energy macht mehr Damage. Ich finde, was gereicht hätte, fügt bei der Passiven zu, Crackling Energy hat eine Chance, ihn vulnerable zu machen. Dann versuche ich irgendwie bei vielen Builds Crackling Energy einzufügen. Wenn Crackling Energy mit einem Hit Gegner instant vulnerable macht, dann bastel ich das irgendwie überall ein. Lightning Builds haben es eh easy, Gegner vulnerable zu machen jetzt. Problem haben jetzt echt nur noch Feuerbuilds fast. Und ich kriege auch irgendwie 1-2 Crackling Energies in einem Feuerbild, glaube ich, rein. Mal gucken. Oder setzen sie mal zu einer allgemeinen, du machst Gegner mit irgendwas vulnerable Note ändern müssen. Also das ist ein bisschen schade, dass sie da das Under-Use-Ding nicht gebufft haben. Item Updates. Die Meteoriten vom Shatter-Stars-Effekt, das sind so kleine Meteoriten, die um Meteor einschlagen, machen jetzt 30% vom normalen Meteor an Damage, anstatt einem festen Wert. Das heißt, man muss den ganzen Effekt auch nicht mehr mit einer hohen Item-Power finden, weil vorher hat das mit einem fixen Wert skaliert. Das heißt, du musst es auf 925 Item-Power haben, mit einem hochgerollten Stat sozusagen. Das war sehr schwer, diese Meteoriten in gut Damage zu finden. Nachteil übrigens, diese Shatter-Stars hier kommen nicht beim passiven Meteor, gell? Wenn ihr Meteor sozusagen in den Enchantment-Slot reinnimmt, wird nur der normale Meteor gecastet und nicht der mit dem Shattered Star-Effekt. Sollte allen bewusst sein. Staff of Lem Essen wird ein bisschen gebufft, dass die Attraction von den Charge Rolls, die suchen sich dann so Gegner, dass da die Chance von 40 auf 60% gebufft wird. Ist echt scheiße, weil der Stab ist dadurch immer noch kacke. Ich habe Charge Rolls gespielt, dieser Stab ist absoluter Müll. Wenn hier nur 100 steht, dann ist der Stab hier geil zum Farmen. Aber auch nicht OP oder sowas, aber 40 bis 60, dieser Stab bleibt weiterhin Müll. Absoluter Müll. Wird man nicht benutzen bei einem Charge World Build. Außer man hat wirklich Bock drauf, den zu benutzen, aber ist nicht gut. Einfach. Ice Hard Brace, das sind die Hosen, die eine Chance haben, Frostnova zu releasen. Wird von 20 auf 30% gebufft. Ist okay, kann man für Area Damage bei Ice Shard Build benutzen. Dann haben wir eine höhere Chance, weil darüber kann man nämlich kettenreaktionär Trash Mobs gut vulnerable machen. Könnte man jetzt kombinieren, dass man die Ice Hard Braids und da sozusagen den neuen Ice Blade-Effekt nimmt dann, sozusagen mit Single-Tag-Gegner vulnerable zu machen, darüber Area-Damage-Gegner über Frost-Nova vulnerable machen. Funktioniert aber auch nur für Frozen-Builds, auch nicht für Feuer-Builds. Frozen-Builds können auch alternativ einfach in den passiven Slot noch Frozen-Orb mitnehmen, um schnell Gegner zu chillen, um Gegner schnell einfach vulnerable zu machen über Frozen-Orb. Also die haben es eh nicht so sehr nötig. Aber es ist schön, dass wir es buffen. Ist ein kleiner Mini-Buff für Ice-Shard-Build auf jeden Fall, kann ich sagen. Weil wenn mehr Frost-Nova triggern sozusagen, werden mehr Gegner gefreezed, wodurch automatische Ice-Shards geschossen werden. Dann minimaler Buff. Das war es auch schon so mit den Sorg-Buffs. Was ich dazu sagen kann, Arclash wird OP. Arclash ist die neue Sorg-Meta. Meteor kann man nebenbei sich so als Bosskiller eventuell zusammenbauen. Und ein kleiner Buff für Firewall. Heißt auf jeden Fall mein Plan für nächste Season wahrscheinlich Firewall leveln. Ich weiß nicht, ob ich mal Arclash zusammenbaut. Ist eigentlich ein sehr angenehmer Starter-Build. Ich werde wahrscheinlich einen kleinen Guide machen, weil es der einsteigerfreundlichste Build ist. Mein persönlicher Plan ist trotzdem bei den Fireball zu spielen. Ich mag den Bouncy Ball, der wurde jetzt gar nicht angepasst hier. Ist weder schlechter noch besser geworden. Das heißt, ich weiß, der macht gut Damage. Wäre immer noch der Build, auf den ich hinbauen würde. Vielleicht nebenbei eine Arclash-Sorg noch zusammenbauen, weil das wird halt der OP-Build. Wird auch der Build sein, mit dem man die Leaderboards climben wird, weil der super schnell zum Farmen ist und super viel Schaden macht. In Kombination mit dem Lightning Spear, so als Hybrid,
Nochmal ein bisschen geiler, nochmal ein bisschen mehr Area für den Bild. Lightning Spear, Arc Dash, Hybrid. Das ist der Scheiß für Zork nächste Season. So, was wird sonst noch gebufft? Gameplay, Endgame-Aktivitäten. Heldheit ist jetzt 55 Minuten an und hat nur 5 Minuten Downtime immer. Dann wurde gebufft, wie man Distilled 4 bekommt. Das sind die Ressourcen, die man braucht, um das Biest in Eis zu beschwören. Du bekommst jetzt bei 30 plus Nightmare Dungeons immer ein Distilled 4. Und für alle 10 Stufen höher bekommst du nochmal mehr Distilled 4. Das sind increasing chance for additional Distilled 4. Und ab 90 bekommst du immer 3 Distilled 4. Das heißt, 3 90 plus Dungeons, dann hast du 9 Distilled 4, kannst du einmal ein Biest in Eis machen. Dort, wenn du Nightmare Dungeons ballerst, kannst du sehr, sehr viel Biest in Eis machen. Du wirst überschwemmt mit diesen Distilled 4 Dingern. Also die werden überall überquellen, die Dinger. Wahnsinn. Dann die Nightmare Sigil, die man am Ende als Belohnung sozusagen von der Quest bekommt, ist jetzt immer eine Stufe höher als der Key selber ist. Dort bei 100er Nightmare Dungeons kriegst du immer einen 100er Key am Ende. 90er, dann 91er, bei 50er, dann 51er. Damit du immer hohe Keys davon bekommst. So, Scrolls of Escape für Hardcore können jetzt bis 99 stackbar sein, sind jetzt Legendaries, werden an die Tour geschickt, wenn du sie verpasst zu finden. Punkt. Die Chance, Scattered Prisms zu bekommen von Elite-Monstern, wurde reduziert. Scattered Prisms ist die Ressource, mit der du Sockel in Items hinzufügst. Stattdessen droppen die jetzt von Legion-Events häufiger. Bin gespannt, ob die jetzt wirklich ultra selten droppen, sodass wir jetzt mehr dazu ermutigt werden, Legion-Events zu machen für diese Sockel-Hinzufüg-Items. Du brauchst die aber wirklich nur, wenn du eigentlich dein Gear upgradest und je nachdem, in welchem Maße, welchem Zeitabstand du dein Gear upgradest, brauchst du das mehr oder weniger. Bedeutet am Start der Season vielleicht ein paar Legion-Events machen für die Dinger. Ab einem gewissen Punkt der Season wird es automatisch überquillen, denn die Chance ist ja nicht 0% bei Elite. Bedeutet, wenn du einfach viele Elite farmst, wirst du es irgendwann im Überfluss haben, weil du nicht alle 3 Tage komplett dein Gear austauscht und alles sockeln musst. So, das Materialien-Cap wurde auf 999.000 erhöht. Gut. Treasure Goblins, die von Avarice kommen, droppen jetzt auch gescheit Loot. Und World Tier 4, der Boss Cash, also World Tier 4, World Tier 4 World Bosses, Weekly Caches can now drop unique Items. The increased cap for item power on drops from World Bosses has been adjusted. Dass sie jetzt nicht mehr so hohe Items droppen. Und zwar von plus 100 Minimum zu plus 100 Maximum auf 65 Minimum zu 25 Maximum. Ich muss sagen, ich weiß nicht hundertprozentig, was das heißt. Ich glaube, das heißt, dass die nicht immer 925 Items mehr droppen, wenn du Low-Level bist. So, es wurde angepasst, wie die Item-Power sozusagen ist bei den Drops von den einzelnen Bossen. Und zwar, Unique-Items droppen weiterhin in einer hohen Item-Power-Range, aber für Rare und Legendaries wurde die Item-Power-Range bei den Bossen reduziert. Zum Beispiel jetzt seht ihr Warshan, droppt 675er bis 750er Items auf World Tier 3. Und ihr seht hier, für Rare und Legendaries ist das lower. Bei Grigri zum Beispiel sehr hohe Range hier für Uniques. Niedriger für Rare und Legendaries, damit man da nicht so mit guten Gelben und Legendaries überschüttet wird. Aber trotzdem gut natürlich noch die Uniques in Gescheit farmen kann. So, Dudiel bleibt droppt weiterhin 925er komplett. Und Nightmare Dungeons wurde auch das Power Scaling, alte Power Scaling erhöht. Und dazu habe ich einen harten Kommentar gleich. Und zwar, ihr seht, einfach die Stufen droppen immer höher, und später hier ab 90 plus Nightmare Dungeons kriegst du nur noch 925er Item Power. Ich habe das eben im Stream durchgelesen und war sehr überrascht. Ich habe mir gerade gedacht, Monster at Level 100 droppen jetzt sozusagen bei Legendary Items, die in der 845er bis 925er Range. Level 100er Monsters, das ist ein 44er Nightmare Dungeon, eine sehr hohe Range für Legendaries. Bei Rares, ne, niedrigere, 810 bis 925. Also seht ihr, niedrigere Range für gelbe Items als für Legendaries. Dann sehe ich hier Monsters at Level 125. Legendary Items 910 bis 925. Das hier ist ein 71er Nightmare Dungeon. 71er Nightmare Dungeon, 900 plus Legendaries immer. Bis 925. Gelbe 885 bis 925. Heißt, bis zu dem Zeitpunkt, ich habe es hierhin gelesen und dachte mir, bei hohen Nightmare Dungeons sammle ich einfach nur noch Legendaries ein, diese 910 plus, und die gelben lasse ich einfach liegen. Die sind nicht 910 plus. Und dann lese ich halt weiter, hier unten 925er garantiert ab 90 plus Nightmare Dungeon. Und das ist scheiße. Bitte ändert das wieder. Bitte, meinetwegen, 925, garantierte 925er Legendaries aus 90 plus Nightmare Dungeons und meinetwegen 900 plus gelbe. Dann sammle ich bei Nightmare Dungeons nur noch die Legendaries ein, damit ich 925 habe. Mich stört der Item Overflow.
Geht vielleicht nicht jeder so, aber ich fahre jetzt 100er Nightmare Dungeons. Mein Inventar ist in den 100er Nightmare Dungeons 2 bis 3 Mal voll. Mit 925er Items. Das ist ja so wie du dir jetzt, Ren. Mein Inventar quillt die ganze Zeit mit potenziell guten Items über. Jedes 925er Item kann potenziell eine Verbesserung sein. Jede Hose kann super sein. Außer ich trage halt in dem Slot sozusagen ein Unique. Jeder Slot, wo ich kein Unique trage, gut, das kann auch was wert sein, sozusagen zum Vertraden. Viel Gold kann ich irgendwo reinstellen. Darf jetzt jeden Scheiß einsammeln, weil jeder Scheiß potenziell gut sein kann. Bei der Quelle an, bei dem Überfluss an Items in einem Nightmare Dungeon, man wird ja überschüttet mit Zeugs. Finde ich scheiße. Meinetwegen, entweder mit diesem Change reduziert die Items, die droppen, generell im Nightmare Dungeon, auf ein Viertel, ein Drittel, ein Zehntel. Dass ich vielleicht maximal ein Inventar voll bekomme von einem Nightmare Dungeon und nicht 3 bis 4 Inventare an Items. Also, das ist teilweise manchmal echt viel. Man wird absolut überschüttet. Oder macht es so, dass ich hauptsächlich Legendaries looten will. Was in einem Diablo-Game auch vielleicht irgendwie so ein bisschen sinnig ist, eher Items von einer höheren Qualität looten. Dass Legendaries 925 sind und meinetwegen gelbe 900 plus. Dann kann man immer noch gelbe looten, zum Beispiel gelben Schmuck quasi, weil Schmuck eh ab 890 Item Power sie auscapped. Und für Waffen und sowas lootet man hauptsächlich Legendaries. Vielleicht noch Rüstung, ein paar gelbe oder so. Aber man kann so ein bisschen gezielter, fokussierter vorgehen. Dann braucht man auch keinen Lootfilter. Aber so heißt es für mich wieder eine nervige Überschüttung mit 925er Items. Ja, finde ich nicht geil. Finde ich keinen so guten Change, muss ich sagen. Ja, es ist jetzt ein bisschen gebalancer, dass man nicht nur Doodle für gute Items machen muss, aber ich werde absolut zugeknallt mit Items. Das mag ich nicht. Ja, Misc Changes, nichts Wichtiges, aber der Greed Shrine finde ich ganz cool. Der gibt jetzt am Ende so eine Gold-Explosion oder so, je nachdem, wie viele Gegner man gekillt hat. Mal gucken, wie cool das ist, der Goldschein. Über Unique Items can now be unlocked as Transmogs. Das heißt, ich könnte einen Shaco als Transmog haben, den Avarion-Stab als Transmog für Zweihand-Zorg-Builds. Geiler Stab, hat einen richtig schönen Effekt auf jeden Fall. Ansonsten Grandfather, Doombringer haben, glaube ich, auch ganz schöne Transmogs. Kann man jetzt natürlich dann, zum Beispiel jetzt nach der Season 2, könnt ihr nach Non-Season gehen, könnt alle eure Über-Uniques einfach zercraften und ihr habt die Transmogs dann für die Season, weil Transmogs sind ja von Non-Season nach Season sozusagen account-übergreifend. Heißt zum Beispiel, direkt nach dem Patch macht ihr eure ganzen Über-Uniques in Non-Season kaputt, außer ihr wollt die dann nochmal benutzen. Aber wer spielt so eine Non-Season und schon habt ihr Transmogs. Oder nächste Season einfach zercraften. Aber ich rate euch, macht den Non-Season-Müll kaputt. Ihr farmt das Ganze eh jetzt in der Season 3 nochmal. Ja, und Non-Season werdet ihr nicht spielen, Leute. Okay. Es gab ein bisschen User-Interface-Updates. Hier stehen auch, glaube ich, der Change, dass wir nochmal eine Toon-Seite bekommen haben. Aber, glaube ich, sonst nichts wirklich Wichtiges. Die extra Toon-Seite, WASD-Laufen. Ich hoffe, mit dem WASD-Laufen übrigens kann man jetzt auch am PC zum Beispiel sowas wie Arclash im Laufen casten. Dann ist man aber wahrscheinlich darauf angewiesen, mit WASD zu laufen. Wenn Arclash der beste Sorgbild wird und du potenziell beim Laufen Arclash casten kannst, können nämlich Controller-Spieler. Und man kann auch am PC einen Controller anschließen. Okay, man kann jetzt auch Gold gescheit im Controller eintippen zum Handeln. Gab es sonst noch was Wichtiges? Gameplay-Changes. Ich habe es mir alles ein bisschen durchgelesen. Es gab ein paar Bugfixes. Auf Sorg bezogen gab es was Wichtiges. Und zwar Esus, Flicker-Step und sowas funktionieren jetzt richtig mit dem Teleport-Enchantment. Wenn du damit sozusagen dashst, dass dann die Esus geprockt werden. Der Movement-Speed-Bonus sozusagen von den Esus. Wahrscheinlich. Und halt der Flicker-Step-Effekt. Dass das sozusagen mit dem Evade richtig mitskaliert, mit dem Teleport-Enchantment. Finde ich sehr gut. Wäre sehr nice. Ball Lightning wurde natürlich gefixt, ist ja klar. Der Unintended Damage, wissen wir Bescheid. Ball Lightning ist jetzt gefixt. Was ein bisschen schade ist, ey. Ich habe über Sorg eben so ein bisschen gemeckert, dass es sehr schwierig ist, als Sorg Gegner vulnerable zu machen. Sie nerven ein, was Gegner vulnerable macht. Und zwar: Fixed an issue where the Static Surge Legendary Node would trigger from automatic casts of skills such as Chain Lightning Enchantment. Ja, die Static Surge Passive macht halt, wenn du eine X-Anzahl an Mana verbraucht hast, zum Beispiel wenn du 80 Mana verbraucht hast, dann macht der nächste Cast von Chain Lightning Gegner vulnerable. Das ging halt, dass du passiv Chain Lightning mitnimmst und dann castest du zum Beispiel sowas wie Frozen Orb. Du schießt Frozen Orbs, verbrauchst damit Mana und der passive Chain Lightning, der Enchantment-Effekt ist, wenn du eine gewisse Anzahl an Mana verbrauchst, wird automatisch Chain Lightning gecastet. Das heißt, in Kombination mit der passiven war das, oh, ich verbrauche 80 Mana mit meinem Frozen Orb, dann wird automatisch ein Chain Lightning gecastet und wegen der passiven, wegen der Paragon Note, macht der Gegner vulnerable. War eigentlich eine coole Interaktion. War halt ein Bug anscheinend. Geht jetzt nicht mehr. Das ist halt nochmal ein Nerf für Gegner vulnerable machen. Ich weiß nicht, warum sie das nochmal bringen müssen. Also,
ist schon scheiße. Wir machen es nochmal schwer, da Gegner vulnerable zu machen. Wir sind Nebenoptionen da weiter weg. Aber das Coole ist jetzt Protection hier, die passiv die Barrier gibt, funktioniert jetzt mit Barrier Generation auf dem Gear, dass man die ein bisschen höher hauen kann, weil das ist eine der wichtigsten Barriers, auf die man spielt. Könnte man jetzt überlegen, ob man für Toughness so ein bisschen Barrier Generation auch als Gems eventuell in die Rüstung tut oder so. Mal gucken, wenn das zum Beispiel höher als Prozent Leben ist. Ich weiß nicht, wie hoch der Wert an Barrier Generation und an Leben von Gems in der Rüstung ist. Muss ich mal gucken. Und ansonsten nichts mehr so Wichtiges. Ja. Ich habe jetzt ein paar Minuten drüber geredet. Vor allem halt über Sorg natürlich ein bisschen philosophiert. War jetzt über eine halbe Stunde. Was haltet ihr von den Patch Notes? Vor allem vielleicht von den anderen Klassen. Ich habe keine Ahnung so wirklich. Sorg, größtes Problem. Gegner vulnerable machen ist leider nicht gelöst. Arclash wird ziemlich geil. Es wird jetzt nichts, worauf ich wirklich Bock habe, genervt. Ich kann meinen Fireball spielen. Der ist eh ziemlich stark. Meteor. Sie haben sich Mühe gegeben, aber mir fehlt noch, Meteor muss schnell gecastet werden, damit es wirklich gut ist, damit es wirklich viel Spaß macht. Und ansonsten, ja, war es soweit. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im Stream oder im nächsten Video. Die nächsten Tage wird ein bisschen was in D4 getheorycraftet im Stream. Bis dann.